Und damit herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In der letzten Folge haben wir hier noch ein bisschen Metall gefunden, da der Loot wieder da war. Ihr könnt euch ja sicher dran erinnern, ist ja erst ein Tag her. Und jetzt waren wir wieder auf dem Weg zurück zum Zug und da laufen wir jetzt gerade mal hin. Und dann fahren wir mal wieder ein Stück zurück. Moment, waren wir hier oben? Ne, hier oben waren wir noch nicht, ne? Lasst uns doch mal kurz hier oben schauen, ob wir vielleicht noch Metall finden. Ich scheiß jetzt mal auf das Häuschen, was da drin ist. Ich möchte tatsächlich bloß erstmal Metall finden. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit... Waren hier... Doch, das war früher schon, ja. Ich musste kurz überlegen. Die Häuschen sehen halt einfach anders aus. Etwas hübscher als damals. Von daher... Erkenne ich die nicht gleich auf den ersten Blick wieder. So, überall nur Holz, das ist doch Mist. Kein Metall. Die gönnen uns kein Metall hier. Das ist sehr, sehr schade. Ach, kurzer Mino. Hä? Hat die... Nein. Oh, das sah gerade so aus, als hätte die so ein explosives Fass in der Hand. Habt ihr das gesehen? Ach Mist, jetzt hat sie uns trotzdem noch vergiftet. Ah, schade. Naja. So, komm. Nein, ich will Metall. Ah, ein Metall. Du kommst auch noch dran. Und ja, hier drinnen steht sehr, sehr viel. Aber wisst ihr was? Ich lasse es jetzt wirklich liegen. Weil wir haben von allem so viel. Och nein, haben die hier zugemacht? Ach Mist, hier konnten wir doch die ganze Zeit immer rüberspringen, ne? Also nicht springen, aber durchlaufen. Ach Mist. Ja, wie gesagt, ich lasse es jetzt hier liegen. Ich möchte euch nicht langweilen, die ganze Zeit jetzt nochmal alle Dörfer durchzulooten. Das macht keinen Sinn, zumal unsere Schränke sowieso schon ziemlich voll sind. Wir haben zwar gerade einen neuen gebaut, aber wir haben auch schon wieder 30 Kilo einstecken und 80 Kilo passen da auch bloß rein. Das können wir alles mal später noch erledigen. Das sieht irgendwie steiler aus als damals. Okay, machen wir hier runter. Jo. Essen und Trinken. Ja, und ich laufe jetzt immer ein kleines Stück dabei vor. Oh, wir haben gar nichts zu essen einstecken. Mensch, da kommen ja alte Erinnerungen hoch. Da waren wir genau hier auf dem Weg zurück zum Zug. Waren, glaube ich, auch bei um die 18 oder 20% und haben uns ganz schön in die Hosen gekackert. Oder ich mir zumindest, ob ihr euch zu Hause auch in die Hosen gekackert habt. Das mag ich bezweifeln. Aber ich habe dann hier Let's Played mit Kacke-Mief im Hintergrund. Ach Mist, wir kommen ja gar nicht mehr außen rum. Bin völlig am Schwitzen. Das war auf jeden Fall nicht so geil. So, wie viel haben wir? 8 Metalle haben wir gefunden. Na Mensch, das läuft doch langsam. Aber bevor wir uns die Nähmaschine bauen, möchte ich das wirklich mit den Dingens ausprobieren, mit dem Häuschen. So, dann, wir fahren gleich vor. Ne, falsche Seite. Wir müssen ja rückwärts fahren. So, ne, das. Und mach hier mal ein bisschen schneller. Vielen Dank. So, dann lasst uns mal kurz noch hier was reinpacken. Wir haben ja immer noch kein Automatikgewehr gefunden. Der gute Mann in den Kommentaren, den ich eigentlich in der... Huch, jetzt hätte ich fast das Mikrofon umgeworfen. Ich bin eine verlassene Bahnhof, es lohnt sich... Also ich bin eine verlassene Bahnhof nähert. Ja, okay, alles klar. Deutsch ist da. Was, oh Anne, Bobs... Ich so wünsche, ach Mensch, ich habe gar keine Zeit zu lesen, wir müssen hier anhalten. Warte, geht gleich weiter, Jungs und Mädels. Bremsen. So, oh Anne, ob ich so wünsche, ich dich wiedersehen konnte. Ich hoffe, dass sie die Stadt verlassen, bevor die Zombies ankommen. Ja, okay, also deutsche Übersetzung ist wahrscheinlich mit Google passiert. Ich glaube, ich habe vergessen, die Engine auszumachen. So, wie sieht's aus? Sprit ist... Ach, wie viel Sprit wir noch haben. Wahnsinn. Okay. Ist der überhaupt weniger geworden oder buggt das vielleicht rum, weil wir mehr haben, als eigentlich drin sein kann? Bin mir unsicher.
So, also, wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier ein kleines Häuschen bauen. Wir packen jetzt erstmal hier alles raus. Hier kommen sowieso keine Zombies, damit wir das und das nehmen können. Dann auf Living Space, also steht sogar da. Es ist nicht nur zum Zombie-Abhalten gedacht. Also wir bauen uns jetzt erstmal eins davon. Jetzt lasst uns mal überlegen. Wir machen mal ein ganz kleines Häuschen erstmal. Wir können das ja alles wieder abreißen. Wir machen links, rechts und hinten eine Wand und vorne eine Tür. Also brauchen wir 3 Stück von denen. So, jetzt haben wir hier Wall with Side Doorway links. Wall with Center Doorway. Und das hier unten ist Wall Parallel to a Train with a Doorway. Hier steht, warum parallel zum Zug, das verstehe ich gerade nicht ganz. Ach komm, wir bauen jetzt erstmal das hier, was soll's. Und dann gucken wir mal. Hammer müssen wir noch mitnehmen, den dürfen wir nicht vergessen. Oh shit, wir müssen unbedingt was essen. Gib mir Futter, ich hab Hunger. Jo. So, naja, während der isst, kann ich mir auch nochmal einen kleinen Schluck Kaffee gönnen. Ah, ist das schön, gleich viel mehr Ausdauer. So. Ja, dann haben wir doch erstmal alles, was wir dafür benötigen. Bloß den Hammer noch. Wo haben wir den Hammer? Hier haben. Ne, das ist das Metallding. Hier haben wir den Hammer. So, lasst es uns ausprobieren. Mensch, so lange haben wir darauf hingearbeitet. Ich dachte schon zwischenzeitlich, wir können es nicht mehr tun, da kein Metall da war. Ach, so viel Zweifel an dieser ganzen Taktik mit dem Häuschen am See. Und am Ende klappt es doch. Ist das nicht ein schönes Happy End? Jetzt lasst uns mal schauen, wo wir uns... Ich würde sagen, wir können es gleich hier vorne hinbauen, oder? Es ist zwar etwas schräg. Oder da drüben. Hier hätten wir... Hier haben wir einen schönen Ausblick. Wenn wir das da drüben bauen, dann sehen wir ein bisschen Dings und Wald. Aber ich würde sagen, das ist doch schöner hier. Komm, wir probieren es aus. Wir können es ja auch jederzeit wieder abreißen. Okay, wir können, nein, wir können es nicht bauen. Aber warum? Können wir es nur auf geraden Ebenen bauen? Nein, wir können es auch hier nicht bauen. Ach Mist, und da sage ich gerade noch so ein schönes Happy End hier. Geht das vielleicht wirklich nur in Dörfern? Wir probieren es nochmal da vorne, wo nicht so ein Gras steht. Oh, das wäre jetzt aber natürlich sehr, sehr enttäuschend. Liebes Spiel. Ein liebes Spiel. Ha. Nö, hier steht auch kein Gras. Klappt auch nicht. Ach, Mist. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dann würde ich sagen, wir fahren nochmal zurück. In das erste Dorf, in dem wir das Spiel begonnen haben. Ja, wir können es hier nirgendwo bauen. Also vielleicht wirklich nur auf Dorffläche, aber da haben wir ja überall Häuser, das macht wenig Sinn. Da kann ich auch einfach in ein fremdes Haus einziehen. Ach, schade, schade. Das wäre zu schön gerade gewesen. Mit dem Ausblick hier. Tür geschlossen, ach so, ja, dann laufen wir hier vorne rein, ist doch alles kein Problem. Na gut. Aber ich verstehe es nicht. Ah, hier kann ich es bauen, ja. Super, mache ich mir jetzt hier eine Abtrennung rein. Das bringt mir natürlich richtig viel. Warum sollte ich hier sowas bauen? Das macht keinen Sinn. Nö, das macht wirklich keinen Sinn. Na gut, dann lasst uns nochmal zurückfahren. Schade, ich hatte gehofft, es klappt. Vielleicht kommt es ja doch nochmal mit einem Update. Weil wenn, dann möchte ich mir doch in der schönen Natur ein Haus bauen, am See. Muss doch auch ein bisschen Wertsteigerung haben, das Ganze in ein paar Jahren. Und da bringen doch Immobilien am Wasser immer viel, viel mehr als in einer zombieverseuchten Stadt. So, naja, dann fahren wir nochmal zurück. Es tut mir leid für die lange Zugfahrt hier. Aber wir kommen ja nicht drum herum. Ach Mensch, das hätte so schön ausgesehen. Guckt euch doch mal diesen Ausblick an. Und es war doch alles vergebens. Und jetzt haben wir schön Metall verschwendet für die Wände. Wehe, wir können die nicht mal im Haus bauen. Im Dorf bauen, meine ich natürlich. Das wäre mal richtig ein Schlag ins Gesicht. So, gab es hier was Neues? Nö, ne? Bild haben sie verändert, sieht jetzt alles ein bisschen schöner aus, aber ansonsten auch nichts Neues. So, was können wir denn mal machen? Wir könnten mal noch was essen und noch was trinken. Da
dass wir da wieder voll sind. Ah, wir hätten jetzt gerade mal am See unsere leeren Behälter auffüllen können. Das habe ich natürlich vergessen, weil die Enttäuschung so groß war, dass wir unser schönes Häuschen nicht bauen können. Aber ja, was soll's, wir haben glaube ich noch genügend Flaschen Wasser. Oder? 30 Stück. Ach, Wahnsinn. Kommen wir noch locker einen Tag hin bei dem Typen, so wenig wie der trinkt. So, dann... Nö, Wasser haben wir genügend, essen könnten wir noch was. Ja, das mit der Weiche da vorne regt mich etwas auf. Ich verstehe es noch nicht so ganz, wieso wir dort die Weiche nicht umstellen konnten. Weil da vorne ging es ja auch. Also entweder ist es wirklich noch nicht so weit programmiert. Das Spiel sagt ja selber, hier hinter diesen Zäunen vom Tor endet das Spiel. Und weiteres kommt demnächst. Vielleicht ist es wirklich nur gedacht, dass man bis dahin fährt. Und die Weiche dann einfach später dazu programmiert wird. Zumindest, dass man sie benutzen kann, dazu programmiert wird. Um dann vielleicht dort noch ein Dörfchen hinzuzimmern. Naja, und dann lass uns mal die Bandagen noch verbrauchen. Bis wir wieder auf 130 Leben kommen. So, da vorne kommt ein Auto. Und danach eine Kurve. Nö, war es ein Auto? Nö, jetzt sieht es aus wie... Was ist denn das für ein kleines Häuschen? Das sagt mir gerade gar nichts. Oh, komm, wir machen mal einen Stopp. Schnell, lauf, Forest. Lauf, 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 auflauf, auflauf, lauf, lauf, auflauf, ja. Ach, na doch, das war das erste Dorf. Mensch, ich bin doof. Also nicht das erste, aber das erste, was nach unserer Startposition kam. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ich dachte gerade, wir kommen dann dorthin. Aber nein, wir kommen ja sogar auch noch zum Fischerdorf. Mensch, ich bin ja völlig verwirrt. Ich dachte gerade, wir sind schon wieder so weit, dass wir gleich am Anfangsdorf sind. Aber es war ja Quatsch. Es war ja gerade die Gasstation. Dann, oh shit. Ah, ich habe da keine Mini einstecken. Ja, hat sich ja richtig gelohnt, die zwei Bandagen gerade mitzunehmen. Ja, also wir hatten ja die Gasstation, dann kam das Dörfchen hier, dann kam das Fischerdorf und erst dann kam das erste Dorf. So, mehr will ich hier auch gar nicht gucken. Machen wir uns wieder zurück. Ich will bloß mal kurz in die Kisten schauen. So, 18 Uhr, aber solange wir im Zug sind, können wir ja auch noch weiterfahren. Dann müssen wir halt etwas weniger schlafen dann. Ist ja alles halb so wild. Und derzeit brauchen wir hier schön unsere Vorräte auf, dass wir wieder ein bisschen Platz schaffen. Sieht ein bisschen aus wie so ein Pipi-Topf. Oben Pipi rein und den Metall raus. Neue Erfindung. So, jetzt haben wir 3% Trinken verschwendet. Ich bin ein oller Verschwender, Mensch. Das geht ja gar nicht. So, dann essen wir hier noch was. 20 macht's und 6% Essen verschwendet. Mann, Mann, Mann. Obwohl, das können wir mal noch einstecken lassen. Können wir ja dann nachher gleich noch ausprobieren. So, Ahead ist ein kleines Fischerdorf. Ich hoffe, die Zombies noch nicht geschafft, es zu bekommen. Ach, ich mag die Übersetzung. Einfach mal ein Wort vergessen. Und generell Grammatik nicht so geil. Okay, was machen wir? Wir packen am besten nochmal Holz und Metall weg. So, dann zeigen wir doch mal Ahead, das kleine Fischerdorf. Ich sehe es noch nicht. Etwas gruselig hier so im Dunkeln im Zug zu fahren, oder? Stellt euch mal vor, ihr wärt alleine hier im Zug. Würdet hier nachts durch die Wälder fahren, mit offener Tür und Taschenlampe raushalten. Da wäre die Zugtoilette auf jeden Fall schnell besetzt. So, die Kurve, sind wir jetzt schon an dem Fischerdorf vorbei? Wir hatten doch, als wir hingefahren sind, so eine lange Linkskurve gemacht. Hab ich das jetzt schon verpasst? War ich jetzt wirklich so dumm? Ich weiß es gerade nicht. Lasst uns mal schauen, ob wir das noch sehen. Huch, Mensch, weiß Tür. Nö. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass wir dann so eine lange Kurve hatten. Wo ich erst dachte, Mensch, kommen wir überhaupt zu dem Fischerdorf hin? Die Zugstrecke jetzt nicht so aus, als würde sie dahin führen.
Aber naja, und hier vorne sind doch die Steine. Das war doch der große Stein. Ich glaube, wir haben das Fischerdorf verpasst. Das war doch da unten links, oder? Jo. Da ist es. Oder war das... Nee, das war gerade das Fischerdorf, in dem wir drin waren. Ja, natürlich. Ich bin völlig verwirrt. Es tut mir leid, liebe Freunde. Ah, das Spiel hat mich verwirrt. Weil es dann auf einmal meinte, hier ist ein Fischerdorf in der Nähe. Ah, das war doch das, wo wir gerade waren, Mensch. Also, Anfangsdorf, Fischerdorf, Gasstation, Enddorf. Jetzt haben wir es aber. Tut mir leid für die Verwirrung. Aber das Spiel hat auch mit dazu beigetragen. Ja, weil ich muss mich hier rausreden, das sehe ich nicht ein. Fehler eingestehen, nö. Ich bin unfehlbar. So, Ernte, 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 Ernte. Dann können wir die Dinger gleich nochmal neu besamen. Nachts im Zug besamt man doch sehr gern. Ich würde fast sagen, wir lassen das bei den 6 Stück hier. Ja, ganz ehrlich, wir kriegen jedes Mal... Hä, bloß noch 12 Kartoffeln? Vorher haben die doch mehr gebracht. Haben sie auch runtergesetzt. Na super. Ich wollte gerade sagen, wir belassen es einfach bei denen, weil das kostet ja auch jedes Mal Holz und ich glaube auch ein Metall. Und das möchte ich nicht verschwenden. Aber jetzt bringt es ja doch um einiges weniger. Wollen wir vielleicht doch noch welche? Naja, wir gucken mal. Ob wir Essen wirklich mehr als genug haben. So, dann lasst uns mal die Kartoffeln noch wegpacken. Nein, alle. Und alle da drüben rein. Dann müssten wir ja gleich am Anfangsdorf rauskommen. Da haben wir sowieso noch nicht alles gesehen, weil wir ja gleich zum Zug gerannt sind. Gleich am Anfang vor lauter Angst vor den Zombies. Von daher können wir da auf jeden Fall noch was sehen. Und den guten Mann in den Kommentaren, hatte ich es vor uns überhaupt gesagt? Nein, ich glaube, dann wurden wir unterbrochen. Na Mensch. Der uns auch verraten hatte, dass wir mit dem Dolch zustechen sollen. Den ich übrigens nicht eingeblendet habe, weil ich es einfach vergessen habe. Es tut mir leid, mein Guter. War nicht böse gemeint. Ja, der meinte auch, dass wir die Waffe oder eine Waffe gleich am Anfang finden. Und da ich ja die ganze Zeit gesagt habe, ich würde sehr gerne mein Sturmgewehr finden oder ein Sturmgewehr, haben wir schließlich genug Ammo dafür. Dann meinte er wahrscheinlich das und er meinte im ersten Dorf. Wir gucken mal. Also das mit dem Dolch hat ja nicht so wirklich gestimmt, beziehungsweise ich möchte dir nicht unterstellen zu lügen, aber höchstwahrscheinlich bin ich auch einfach zu dumm dafür. Aber wenn sich das jetzt mit der Waffe bewahrheitet, dann habe ich dich wieder lieb. So, ey, guck mal, Zombies im Wald. Na Mensch. Ey, scheiße, keine Muni. Ach Mensch, da wollte ich gerade losballern. So ein Mist aber auch. Wir könnten auf jeden Fall mal Muni einstecken, weil hier im ersten Dorf werden ja wieder eine ganze Menge Zombies lauern. So, lasst uns mal... Was ist denn das für Muni? Pistolenmuni. Lasst uns mal da 50 Stück mitnehmen. Und dann lasst uns mal davon noch 30 Stücke mitnehmen. Und dann lasst uns mal schnell gucken, nicht, dass wir hier volle Kanne in das Gebäude reinfahren. Da vorne kommt es nämlich schon. Weiß nämlich nicht, was passiert, wenn wir nicht bremsen. Ja, bremst erstmal. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich noch... Ja, wir haben noch genügend Platz, aber... Ich muss hier mal auf Nummer vorsichtig machen. Was? Ach du Scheiße. Ist das so ein Vetter? Ah, hier. Junge, Junge, Junge. Ach Scheiße, ich habe die falsche Muni eingesteckt. Und der läuft uns jetzt die ganze Zeit hinterher. Ach nö. Oh, hier kommen richtig viele. Und ich muss aber auch gleich bremsen. Ach Mensch, Leute. Zu viel auf einmal. Mach doch nicht sowas mit mir. Und die Sirene läutet hier immer noch. Mann, Mann, Mann. So, gut. Wie weit können wir denn noch? Lasst uns mal kurz hier hinter gucken. Ja, ein kleines Stück könnten wir noch, aber müssen wir das unbedingt riskieren? Naja, komm, wir riskieren das. Ein kleines Stück fahren wir noch zurück. Dann müssen wir eh erstmal schlafen. So, mach nochmal hier. Ach, das lässt sich so schwer einschätzen. Aber er stand ja am Anfang auch komplett drin. Also ich werde jetzt einfach mal sagen, so hier. Es ist wahrscheinlich immer noch genügend Platz, aber ich möchte es nicht riskieren, hier an die Wand zu fahren und am Ende geht der ganze Zug kaputt. Wie auch immer. So, na gut. Ich würde sagen, bei dem schönen Sirenengeräusch legen wir jetzt doch gleich mal schlafen. Wie spät hatten wir es? 21 Uhr. Also schlafen wir gute
Naja, mach mal 10 Stunden. Da haben wir es um 7. Und mit dem Schlafengehen hier würde ich mich auch verabschieden bei der oder von der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen 19 Uhr wieder. Macht's gut.